Meine lieben Zuschauer, ich grüße Sie. Willkommen zu meinem YouTube-Kanal Elektrotechnik Basis 123. Vergessen Sie bitte nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Heute in diesem Video möchte ich Ihnen einen Lötkolben vorstellen, den wir mobil überall nutzen können. Denn der Lötkolben wird mit Batterie oder mit Akku betrieben. Für die Aufladung der Akkus schließen wir einfach den am Lötkolben befindenden USB-Anschluss an das Stromnetz oder alternativ an einem USB-Anschluss eines Gerätes, wie zum Beispiel einem Laptop oder einer Powerbank. Gemäß der Bedienungsanleitung des Lötkolbens wird der Lötkolben betrieben mit 4,5 Volt und besitzt dabei 8 Watt Leistung. Sie können den Lötkolben auch mit über 4,5 Volt betreiben. Das schadet dem Lötkolben nicht. Aber in das Batteriefach oder in das Akkufach des Lötkolbens passen 3 Batterien oder 3 Akkus mit je 1,5 Volt Spannung mit der Größe der Batterie AA. Damit meine ich, Sie können eine externe Stromversorgung anschließen mit über 4,5 Volt. Damit würde der Lötkolben sich schneller erwärmen. Sie hätten mehr Leistung zur Verfügung, wenn Ihnen die 8 Watt Leistung nicht ausreicht. Wenn Sie diese Veränderung an dem Gerät, an dem Lötkolben vornehmen, machen Sie das natürlich in Ihrer eigenen Verantwortung. Nach meinem Kenntnisstand würde der Lötkolben weiterhin auch mit über 4,5 Volt einwandfrei funktionieren. Laut der Bedienungsanleitung des Lötkolbens sollen wir 15 Sekunden lang den Schaltknopf drücken, bis die Lötkolbenspitze seine Maximalleistung erreicht, also seine Höchsttemperatur an der Lötspitze erreicht. Außerdem steht da, mit den 3 Batterien oder 3 Akkus können wir eine Stunde lang löten, bis die Akkus oder die Batterien leer sind. Und in 2 Stunden können wir die 3 Akkus, wenn wir Akkus nehmen, über den USB-Anschluss am Lötkolben aufladen. Die Bedienungsanleitung des Lötkolbens ist nur in englischer Sprache. Ich lese Ihnen die Bedienungsanleitung in Englisch mal vor. Professional Dual Battery Powered Soldering Iron. It can be powered either by 3 batteries, 1.5 volt AA. Alkaline batteries, not included, or by rechargeable batteries, 3 rechargeable batteries, 1.2 volt AA, not included. Heats up in less than 15 seconds. Cools down in less than 30 seconds. Can be used continuously for around 1 hour with new batteries. Identicable USB cord, the soldering, fire and the safety cap included. Die Rückseite der Bedienungsanleitung ist auch in englischer Sprache. Ich möchte Ihnen dies auch vorlesen. It can be powered either by 3 alkaline batteries, 1.5 volt AA, not included, or by 3 rechargeable batteries, 1.2 volt AA, not included. The internal rechargeable batteries can be charged
via the USB interface on the handling. Please connect with the computer or power bank to change the batteries. Rechargeable batteries power can be fully charged in 2 hours. The LED indicator will turn from red to green when charging is finished. With the USB cord and the rechargeable batteries not included, this item can be conveniently power charged by computer or power bank. Ich habe Ihnen jetzt die komplette Bedienungsanleitung in englischer Sprache vorgelesen. In einer anderen Sprache ist es nicht angegeben. Dieser Lötkolben ist eine kostengünstige Alternative, wenn Sie gelegentlich mal mobil löten müssen, weil in der Nähe kein Stromanschluss, also keine Steckdose sich befindet. Außerdem können Sie die Stromversorgung an dem Lötkolben auf eigene Verantwortung verstärken. Ich habe Ihnen in diesem Video den batterie- oder akkubetriebenen Lötkolben ausführlich vorgestellt. Natürlich ist es Ihre Entscheidung, ob Sie das Produkt kaufen. Sie sollten sich nochmals ausführlich informieren. Dieses Video ist ein Teil der Information bei Ihrer Kaufentscheidung, wenn Sie mit den Gedanken spielen, so ein Produkt zu kaufen. Ich werde unter anderem auch weitere technische und elektronische Produkte auf meinem YouTube-Kanal vorstellen. Also abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal, damit Sie keine neuen Videos verpassen. In der Videobeschreibung unter diesem Video finden Sie unter anderem einen Internetlink. Einfach draufklicken. Dort können Sie dieses Gerät gerne kaufen, wenn Sie es kaufen möchten. Abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal, denn das Abonnieren meines YouTube-Kanals ist für alle Zuschauer kostenlos. Und bewerten Sie auch dieses Video. Im Kommentarbereich können Sie gerne auch sachliche und informative Kommentare hinterlassen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich habe jetzt alles, was ich zu diesem Produkt sagen wollte, in dem Video gesagt. Aber das Video wird weitergehen. Gucken Sie bitte auch das Video bis zum Ende an. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie auf meinem YouTube-Kanal auch die anderen Videos ansehen. Es werden auf meinem YouTube-Kanal noch viele weitere Videos folgen. Abonnieren Sie einfach meinen YouTube-Kanal und verpassen Sie keine neuen Videos. Ich wünsche Ihnen noch glückliche und erfolgreiche Tage. Auf Wiedersehen!